Hallihallo, hier ist wieder euer Tommy. Heute beginnen wir mal ein neues Let's Play auf diesem Kanal, und zwar Star Wars Battlefront 2 aus dem Jahre 2005. Das Ganze damals noch über LucasArts erschienen, und ja, dieses Spiel hat den gleichen Namen wie der aktuelle Teil, den ich natürlich auch immer spiele. Aber das Ganze ist aus dem Jahr 2005 und das gab es damals schon, ne, wie gesagt, von LucasArts den ersten und den zweiten Teil. Wurde alles von Pandemic Studios entwickelt und halt über LucasArts released. Jetzt mittlerweile ist es ja über EA und DICE, aber der Name ist gleich, das Spiel war anders. Wir spielen hier nicht im Mehrspieler, das streame ich ja auch immer mal wieder, sondern wir spielen hier den normalen Singleplayer, die Kampagne durch. Und ich würde sagen, wir beginnen heute mit dem Training und dem Raumtraining. Und dann fangen wir beim nächsten Mal an hier mit dem neuen Spiel. Man spielt hier übrigens die Geschichte aus Sicht der 501. Übrigens deckt sich das Ganze nicht unbedingt mit dem Kanon, denn das Ganze wurde halt 2005 released und damit war zum Beispiel Clone Wars noch nicht erschienen und daher alles so ein bisschen, ja, selbst ausgedacht. Ne? Aber war auf jeden Fall sehr, sehr cool, das Spiel. Ich erinnere mich an viele Sachen erinnere ich mich auch nicht, aber wir gucken uns jetzt erstmal das Ganze hier an. Der 501. war heiß, sandig, chaotisch und ganz anders als die Simulation auf Kamino. Natürlich ging es uns allen so. Das ganze Heranzüchten, die ganzen Jahre der Ausbildung, das alles bereitet einen nicht wirklich auf die Schreie oder auf das Blut vor, oder? Ehrlich gesagt wundere ich mich immer noch, dass wir Stunde 1 überlebt haben. Ganz zu schweigen vom ersten Tag. Stunde 1, Geonosis. So, wir beginnen mit Geonosis. Und hier haben wir unsere Auswahl unserer Klassen eigentlich. Wir dürfen jetzt, weil wir im Tutorial spielen, natürlich nur den ganz normalen Klontrooper nehmen. Hier Phase 1, ne? Hier wählen wir uns den Punkt aus. Also ist so ein bisschen eher an die Battlefield erinnert. Die Simulation ist vorbei, Soldat. Dies ist ein echter Kampf und wenn Sie hier versagen, lernen Sie echte Schmerzen kennen. Und jetzt raus da! Alles klar. Und wir spielen das Ganze natürlich hier auf Deutsch. Dürfte ja klar sein mit deutscher Vertonung. Ich habe Berichte von Aktivitäten am Kontrollpunkt Alpha. Gehen Sie hin und sichern Sie den Bereich. Alright, da wird mich jetzt erstmal richtig viel vollquatschen, glaube ich. Kontrollpunkt Alpha, warte mal, wir müssen dahin. Das Ganze ist natürlich hier Ego-Sicht als auch Third-Person-Sicht spielbar. Wir spielen wahrscheinlich die meiste Zeit in Third-Person. Bevor Sie sich unserer Position nähern. Okay, jetzt kommen hier Droiden, die müssen wir angreifen. Ganz normal, ne? Also als Shooter spielbar. Wie gesagt, First Person, Third Person, alles möglich. Mit verschiedenen Klassen, mit allem drumherum. Erinnert sehr stark hier noch mehr ein bisschen an Battlefield. Erinnert natürlich aber auch an den aktuellen Teil. Gute Arbeit. Hoffen wir, dass diese Aufklärer es nicht zu ihrer Armee zurückschaffen. Machen Sie jetzt diesen Feuerregen-Droiden mit ihren Thermaldetonatoren fertig. Alles klar. So, dann werfen wir mal unsere Thermaldetonatoren. Haben natürlich auch Granaten, normale Waffen und alles drumherum. Und hat die gesessen? Ja, gut, die hat gesessen. Aber die Hauptarmee ist hierher unterwegs. Nehmen Sie das abgestürzte Techno-Union-Schiff ein und sorgen Sie für einen sicheren Stand für unsere Truppen. Alles klar, das machen wir auch mal. Und hier sieht man auch schon die eine Kernmechanik dieses Spiels. Hier gibt es Kontrollpunkte bzw. halt so Eroberungspunkte. Die färben sich dann in unserer Farbe, in diesem Fall blau. Wenn wir sie eingenommen haben, jetzt momentan ist sie neutral mit weiß. Und wenn wir sie dann eingenommen haben, dann kriegen wir sie auch. Jetzt ist sie gerade umkämpft, weil der Typ hier rumsteht. Und dann kann man hier spawnen, dann kann man hier die Klasse wechseln, dann kann man hier alles Mögliche. Und das werden wir wahrscheinlich gleich erklärt bekommen. Gesundheit und Munition. Gehen Sie zum Techno-Union-Schiff und wechseln Sie am Kommandoposten zum Techniker. So, jetzt sehen wir hier die zweite Klasse, den Techniker. Der hat eine Shotgun als Waffe, hat aber auch andere Fähigkeiten, wie beispielsweise, dass er Munition und Gesundheit verteilen kann und halt auch Sachen reparieren. Das sollen wir jetzt auch tun. Und dann reparieren wir hier erst einmal die Droiden. Einmal den Gong-Droiden, der gibt uns Munition und halt Granaten und sowas. Und der hier, der kann heilen, der Gesundheitsdroide. Die KOS haben eine Kolonne Spinnenkampfläufer geschickt. Gehen Sie zum ATTE und machen Sie schnell. Alles klar. ATTE, da vorne ist er. Rein da in die gute Stube. Zack, rein hier und jetzt die Spinnendroiden zerstören. Ah, da sind sie. Bevor sie ernsthaften Schaden anrichten. Alright. So, reingezoomt hier. Da sehen wir auch oben in der Mitte natürlich das Leben von dem Gegner. Von diesem Gerät hier. Dem Spinnenkampfläufer, den können wir ganz locker zerlegen. Einen Geonosianer hat erwischt und er hat ein Holocron aufs Dach des Techno-Union-Chefs fallen lassen. Wechseln Sie an einem Kommandoposten zur Jet-Truppe-Klasse. Okay. Gut, am Anfang wird uns hier alles erklärt. Und man sieht schon Fahrzeuge, ganz, ganz viele riesengroße Schlachten. Fahrzeuge bei den Gegnern, Fahrzeuge bei uns. Verschiedene Klassen, verschiedene, ja, Ausrüstungsgegenstände, verschiedene Waffen, verschiedene Sachen, alles allgemein. Man sieht hier auch immer, was der so dabei hat. Thermaldetonator, EMP-Werfer, Alien, Shotgun, Fusionsstein, das ist das Reparaturdings, Detonationspack, also das ist so eine Mine, die er legen kann. Gesundheits- und Munitionsleger heißt es hier, also das sind halt einfach zum Nachladen oder halt Munitionspakete, sowas hier. Das ist so ein kleiner Bakter-Tank, den kann man dann mitnehmen. Kontrollpunkt Alpha.
So, jetzt hat mir gesagt, dass ich hier mit dem fliegen kann. Das weiß ich allerdings natürlich auch so. Mit dem fliegen wir jetzt hier hoch, wollte ich gerade sagen. Aber so natürlich nicht. Noch einmal. So, und hier oben drauf muss irgendwo dieses Ding liegen, wurde mir gesagt. Da liegt es. Okay. Jetzt müssen wir mal ganz kurz warten, bis das Jetpack wieder geht. Können aber auch hier einfach natürlich so ein bisschen rumschießen. Das Ganze sieht so aus mit unserem EMP-Werfer. Wie schon eben erwähnt, ganz, ganz viele verschiedene coole Gadgets und Gegenstände, die man hier hat. Ach, das ist hier hoch, meine Güte. Umständlich. So, einmal hier hochgeflogen. Da ist es Sith Holocron. Und die müssen wir jetzt hier hinten wohl ablegen. Das sieht man rechts, ne? Wir haben jetzt irgendwas zum Carryen. Ich habe natürlich auch sau viele Mods hier drauf raufgehauen, dass gerade die Optik und die Grafik sehr viel besser aussieht als früher. Aber es dürften ja einige von euch wahrscheinlich auch schon gemerkt haben. So, Klippenbunker einnehmen, das ist da oben. Also wie gesagt, ein sehr, sehr großer Vorteil im Gegensatz zu damals auf der PlayStation 2, also auf der Xbox ist das entschieden. Ich habe es damals auf der Xbox gespielt, kenne das Spiel an sich natürlich auch relativ gut, aber ich habe schon den Eindruck, weil ich spiele das ja auch immer wieder in Streams, dass dann einige sagen, boah, Tommy, dies, das, jenes, und ich habe davon einfach alles vergessen mittlerweile. Es ist einfach so lange her. Ich habe das direkt zu Release natürlich auch gespielt und es ist einfach mittlerweile so ewig lange her, dass ich einfach sehr, sehr viel vergessen habe davon. So, ausgewichen, ausgewichen. Hier müssen wir erstmal den Punkt erobern. Hier sind natürlich noch feindliche Leute unterwegs. Wir haben ja natürlich Geonosianer, weil wir spielen ja auf Geonosis. Da haben die als Unterstützungstruppen halt, als einheimische Unterstützungstruppen, die Geonosianer hier noch zur Unterstützung. Wir sind aber erstmal nur Superkampf-Druiden. Die sind hier tatsächlich nicht so gut wie im aktuellen Battlefront-Teil, sondern das sind hier die ganz normalen Angriffstruppler tatsächlich. So ist das hier noch gewesen. So. Im Gong-Druiden können wir uns aufladen. Um einige Droiden auszuschalten und die KOS-Truppen zu schwächen. Schnappen Sie sich ein Scharfschützengewehr und schalten Sie ein paar Droiden aus. Okay, wieder wechseln. Neue Klasse wird etabliert. Diesmal der Scharfschütze. Und mit dem soll man ein paar Leute absnipen. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das beinhaltet. Steht das irgendwo? Mit dem Scharfschützengewehr 3 feindliche Droiden erledigen. Natürlich. Okay, okay. Das ist natürlich kein feindlicher Droide. Das ist einfach nur so ein Heilroboter. Wo sind denn hier ein paar Leute? Den werden Sie ja wohl nicht meinen. Halt, da war einer. Feuer frei. Ich bin hier nicht der beste Scharfschütze. Ich werde natürlich immer mal, wenn es mir denn möglich ist und man offen wechseln kann. Da lief gerade ein Geonosianer. Da seht ihr ihn. Da ist er. Ham. Dann werden wir natürlich immer versuchen, hier so ein bisschen durchzuwechseln. Ich werde auch immer mal so ein bisschen gucken. Der zählt natürlich nicht als Druidengegner. Wir müssen noch einen Druiden erledigen, sonst haben wir den Auftrag nicht geschafft. Wir werden natürlich auch immer versuchen, so ein bisschen in Third Person als auch First Person zu spielen. Also auch in der Hinsicht immer so ein bisschen durchzuwechseln, dass wir halt möglichst alles vom Spiel irgendwo sehen. Man kann ja auch Helden spielen, das werden wir wahrscheinlich auch noch im Tutorial jetzt hier erfahren. Kampfläufer machen Hackfleisch aus uns. Gehen Sie zu einem KP und wechseln Sie zur Klasse Schwere Truppe. Zu einem KP, zu einem Kontrollpunkt. Raketenwerfermann. So, jetzt haben wir hier schon, ne? Scharfschütze, Jet Trooper, Klontechniker. Also alles wirklich verschiedene Klassen. Mehr als es im aktuellen gibt. Da gibt es ja nur 4. Zerstören Sie einen Spinnenkampfläufer mit einem Raketenwerfer. Alles klar. Das werden wir ja wohl hinkriegen. Das wäre ja wohl gelacht, wenn nicht. So, das zieht aber nicht gerade viel Leben ab bei denen. Das kann eine ganze Weile dauern, aber da schießt dann noch der ATTI drauf, so wie es aussieht. Aber so habe ich gleich keine Muni mehr, so wie es weiter aussieht. Schaut, jetzt muss ich mal ganz kurz zum Gong-Druiden hier hinten gehen, denn wir sehen unten links, ne, ist meine Munition. Jetzt lädt der gute Mann auch wieder nach. Jetzt haben wir wieder 2 Schüsse, vielleicht reicht das auch schon. Werden wir sehen. Ich hoffe, der bewegt sich jetzt nicht aus dem Schuss raus. Ich glaube, wir müssen sogar noch einmal zum Gong-Druiden zurück und nochmal ein bisschen Munition holen. Meister Windu, nee, ist den haben wir erledigt. Super. Oh, jetzt haben wir es auch schon. Meister Windu. Gegen diese Droiden. Reduzieren wir die Verstärkung der KOS ein wenig. Okay, Meister Windu ist jetzt auswählbar. Anscheinend noch nicht. Wir müssen nochmal neu spawnen. Ja, okay. Da ist er schon. Meister Mace Windu. Hier gibt es ganz viele verschiedene Helden. Tatsächlich auch mehr als im aktuellen Teil, was auch cool ist. Aber man muss dafür sagen, dafür sind sie relativ generisch gehalten. Die haben hier ihre ganz normalen Schubangriff, hat er hier. Also den Machtschub und einen Lichtschwertwurf als Fähigkeiten. Ansonsten kann er natürlich hier ganz normal rumschlagen, rumspringen. Man kennt es, Machtsprung hat er natürlich auch. Kann natürlich auch mit Machtgeschwindigkeit ordentlich schnell durch die Gegend laufen. Das Ganze ist immer so ein bisschen verbunden mit der Ausdauerleiste. Die ist unten links, da haben wir diese Lichtschwertleiste. Das ist unsere Lebensenergie. Und dann haben wir zusätzlich halt noch, wie gesagt, komm her, die Ausdauerleiste. Die ist dann dafür da, dass man blocken kann. Die ist dann dafür da, dass man Machtkräfte einsetzen kann. Dafür, dass man sprinten kann. Dafür, dass man springen kann. Also alles Mögliche kostet halt so gesehen Ausdauer, damit man halt nicht unendlich lange blocken kann und nicht unendlich oft hier irgendwie Lichtschwertwürfe machen kann. Wir können auch gerne mal versuchen, hier mit dem Lichtschwertwurf eins zu erledigen. Oh, da ist hier einer auf so einem coolen Speederding. So, das nehmen wir auch mal weg hier. Lichtschwertwurf-Kills zählen wahrscheinlich nicht zu den Lichtschwert-Kills rein, die wir machen müssen. Da können wir mal den Machtschub benutzen hier.
zack, auf den Boden gehauen und weg mit dem. Also richtig, richtig cool. Wir können auch gerne mal versuchen, einen mit den Glocken zu erledigen. Übernehmen Sie Ihren Bunker im Norden. Bin mir gar nicht sicher, inwiefern man hier wirklich abwehren kann. Okay, jetzt müssen wir hier was einnehmen. Und das sieht so aus beim Blocken, dass er dann hier auch mit dem Schwert hält. Und ihr seht schon die Leiste unten, die Abwehrleiste, die geht, oder diese Ausdauerleiste geht halt immer weiter runter. Jetzt können wir nicht mehr blocken, weil wir keine Ausdauer mehr haben. Weg mit dir, Geonosianer. Ich habe eigentlich gar nichts gegen dich, aber wer kämpft denn hier für die Separatisten? Raketenwerfer sind immer super gefährlich, denn die one-shotten uns tatsächlich. Ach komm, jetzt hau ich den nicht um hier. Meister Windu, wirf dein Lichtschwert und schnapp dir den Punkt. Hier müssen wir immer noch einnehmen, also es wird hier gefährlich, gefährlich, gefährlich. Sehr viele Gegner unterwegs. Und hier gibt es natürlich nicht nur Mace Windu als Held, der ist einer davon. Und hier gibt es auch unfassbar viele Planeten als Held. Oder als Held, so ein Quatsch. Unfassbar viele Planeten als Schauplätze. Und das werden wir alles erfahren während dieser tollen Kampagne. Wie gesagt, ich kann mich kaum noch dran erinnern, habe das Ganze zu Release gespielt. Da gibt es auch noch so eine kleine Story zu, die kann ich wahrscheinlich irgendwann innerhalb dieses Let's Plays irgendwann mal erzählen, wie ich denn zu diesem Spiel gekommen bin. Denn das war ganz witzig tatsächlich. Und das werde ich dann an gegebener Stelle machen. Aber erstmal schauen wir uns jetzt weiter in das Tutorial an. So, bloß nicht, dass mich jetzt hier einer mit so einer Rakete erwischt. Das wäre übel. Das sind übrigens Magda-Tanks auf dem Boden. Das sind so kleine Munitionspackages auf dem Boden. Die können wir allerdings als Held nicht einsetzen bzw. einsammeln. Das bringt uns eher was, wenn wir normaler Truppler sind. So, ich muss hier auf dem Punkt stehen bleiben. Sonst kann ich den nicht einnehmen. Ach, jetzt komm, töte ihn. So, sehr gut. Ducken geht natürlich auch. Wie gesagt, blocken geht. Wir können eigentlich mehr oder weniger alles machen. Danke, mit Ihnen auch, Sir. Juhu! Der Sieg! Damit haben wir das Tutorial anscheinend abgeschlossen. Aber das war ja erst der Bodenkampf. Beim nächsten Mal gucken wir uns jetzt hier den Raumkampf an. Und dann geht's auch schon los in die Kampagne. Aber die 501. überlebte den Schmelztiegel von Geonosis. Kampfgestählt und zu allem bereit, was der Krieg verlangte, ging sie daraus hervor. Sehr gut. 501. ist so ein bisschen der begleitende Faktor hier bei der Kampagne, also man begleitet die ganze Zeit auf ihren Wegen, auf ihren Kämpfen, auf ihren Missionen und das ist richtig cool, ne? Weil die 501., die kennt man natürlich auch, ist auch ja das Squad, was dann im Battlefront 2 kommen wird, als diese blauen Truppler, ne? Also die, für die Leute, die sie jetzt nicht so auskennen, sind auch die, die in Episode 3 dann beispielsweise mit Anakin den Jedi-Tempel stürmen. Also sehr, sehr cool. Raumtraining machen wir auch gleich, gucken wir uns das mal an. Willkommen zum Raumkampftraining, Kadett. Wenn Sie heil zurückkehren wollen, sollten Sie sich mit den Grundlagen der Raumjägersteuerung vertraut machen. Ihr Kreuzer wird angegriffen. Steigen Sie schnell in einen Raumjäger und starten Sie aus dem Hangar. Setzen Sie Ihren Schub ein, um im Raum zu beschleunigen oder bei Ihrem Anflug auf einen Hangar zu bremsen. Da jede Sekunde zählt, verfügen die Schiffe über einen zusätzlichen Schub. Lassen Sie sie nicht entkommen. Aktivieren Sie die Zielverfolgung, um sie zu verfolgen. Sie können fliehen, aber verstecken können Sie sich nicht. Die Distanzanzeige verrät Ihnen die Entfernung zum Feind und ob er über oder unter Ihnen ist. Raffinierte Piloten erfassen ihre Feinde. Raketen suchen ein erfasstes Ziel. Das ist der beste Weg, einen Feind loszuwerden. Setzen Sie Bomberweise ein, um feindliche Schilde und schwere Ziele im Randbereich auszuschalten. Landen Sie im feindlichen Hangar, um dort anzugreifen, wo der Feind am verwundbarsten ist. Überraschen Sie ihn, indem Sie per Transporter Verstärkung mitbringen. Ihre Jäger sind mächtigen, voll bewaffneten Hauptschiffen nicht gewachsen. Piloten können Ihnen durch ein bisschen Sabotage helfen. Schalten Sie die wichtigsten Systeme von innen aus. Gegen eine Zeitbombe oder Raketen haben diese Ziele keine Chance. Jetzt haben Sie das nötige Wissen, um im Weltraum zu überleben. Wenn Sie weiteres Training und einen Vorgeschmack auf den Kampf wollen, spielen Sie Aufstieg des Imperiums. Viel Glück, Kadett. Möge die Macht mit Ihnen sein. Vielen Dank. Möge sie auch mit Ihnen sein, Sir. Aufstieg des Imperiums, das kommt wahrscheinlich erst später. Gut, damit ist das Raumtraining anscheinend nur so eine Videosequenz. Die Videosequenzen sind natürlich grafisch nicht so schön, weil das Ganze ja vorgerendert ist und die Mods natürlich da nicht greifen können. Beim nächsten Mal schauen wir uns dann wirklich das Spiel richtig an und dann starten wir hier ins neue Spiel. Das geht dann, glaube ich, los auf Maegito, wenn ich mich nicht irre, mit Ki-Adi-Mundi und der 501. nochmal an der Stelle. Und das schauen wir uns beim nächsten Mal an. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Bock wie ich auf dieses Let's Play. Wie gesagt, ich kenne es kaum noch aus dem Kopf. Galaxis-Eroberung habe ich früher auch ganz häufig mit meinem Bruder gespielt. Sofort-Einsatz natürlich auch. Das ist dann einfach das ganz normale Multiplayer-Ding so gesehen. Und ich bin auf jeden Fall richtig hyped auf das Game, auf die Kampagne. Weil, wie gesagt, ich habe alles vergessen mittlerweile wieder. Ist für mich auch schon wieder, 13 Jahre her. Super lange. Und ich habe auf jeden Fall Bock. Ich hoffe, ihr auch. Bis dann zum nächsten Mal. Und ciao.